Heute sprechen wir über die Bezahlmodelle der Musikindustrie. Die ISA-Runde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Münchens. Aus dem Herzen Münchens. Die ISA-Runde. Spotify, Simfy, Simplify Media, künftig Google Music, vielleicht noch ein Apple Lala oder iTunes in der Cloud. Es gibt eine ganze Menge Musikangebote, die entweder entstanden sind oder im Entstehen sind. Und wir wollen mal diskutieren, wie sich eigentlich künftig überhaupt Musiker oder Plattenfirmen oder Musikangebote refinanzieren. Ich glaube ja, dass es nicht so ist, dass man dieses eine Modell findet, also nur Abo oder nur den Preis pro Download oder nur werbefinanziert. Was meint ihr? Das glaube ich auch nicht. Also es gibt ja jetzt schon eine Vielfalt von Möglichkeiten. Es gibt ganz viele unterschiedliche Musikservices und jeder hat so einen leicht anderen Ansatz, um zu versuchen, eine ausreichend große Zielgruppe zu finden, die gerade das gut findet. Ich glaube, es wird eine Mischung aus Werbefinanzierung und Abo-Modell oder so etwas sein. Mhm. Glaubst du an die Werbefinanzierung bei Musikangeboten? Also ich denke mir, dass es sehr unterschiedliche Formen von Musik und von Musikkonsum gibt. Also es gibt einen noch funktionierenden CD-Markt, zum Beispiel im Bereich der Volksmusik. Das ist sowas, was wir ganz gerne ausblenden, aber da funktioniert das Ding noch. Es gibt einen ganz gut funktionierenden Markt bei Apple mit dem iTunes-Angebot, der auch, sagen wir mal, bei eher jüngeren ganz gut angenommen wird. Ich denke mir, es gibt noch einen schönen Musikmarkt bei Radio, das auch so en passant halt genommen wird, im Fernsehen, bei Castingshows. Da passiert immer noch relativ viel Musik. Da ist auch ein Interesse daran, später die Musik auch wirklich zu kaufen. Es ist die Frage, wo finanziert man sich heute? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt der Künstler selber die Vermarktung in die Hand, was natürlich eine relativ komplizierte Angelegenheit für den Künstler selber ist. Oder er übergibt seine Sachen einer Plattenfirma. Und das war jetzt jahrzehntelang so, aber ich glaube, dass genau dieses Modell Plattenfirma am Auslaufen ist. Da denke ich, dass deren Zeiten nicht gezählt sind, aber dass die einfach nur auf die ganz, ganz große, breite Popmusik gehen und alles, was unter dem Radar ist, gar nicht mehr mitbekommen und auch gar nicht mehr haben wollen. Ich stelle so ein bisschen fest, dass Musik so ein bisschen eventgetrieben ist, wenn sie ganz erfolgreich sein muss. Also jetzt denken wir an Lena Meyer-Landrut mit dem Eurovision Song Contest. Denken wir, du hast gerade das Beispiel der Castingshows gebracht. Aber auch ein anderer Bereich, den ich als Trend wahrnehme, nämlich Musik in Videospielen. Also Rockband, Guitar Hero und solche Sachen, wo natürlich auch sehr viele Lizenzprodukte stattfinden. Heißt es, man verdient gar nicht mehr mit dem CD-Verkauf an sich, sondern mit dem Event oder mit dem Merchandising drumherum? Ja, das ist das, was die Major-Labels gerade postulieren. Die sagen, ich habe jetzt ein schwindendes CD-Geschäft, ich habe aber den Künstler, ich habe die Rechte am Künstler. Was kann der Künstler noch machen, außer zu mir ins Studio kommen? Er kann auf Tour gehen, er kann Interviews geben, er kann seine Fans bedienen. Und das wird gerade so ein bisschen, finde ich, als das Allheilmittel angesehen. Und im Moment wird auch mit Tourneen mehr Geld verdient als mit im Studio aufgenommene Musik. Ich bezweifle aber, dass das ein Trend ist, der die Umsätze, die allein über CD gemacht worden sind, kompensieren kann. Das reicht, glaube ich, nicht aus. Das ist aber eigentlich eine tolle Chance für die Künstler im Bereich Social Media, ja, weil ihr momentan jeder sehr leicht zu einer Personality werden kann, zu einem Instant Internet Celebrity mit tausenden von Views bei YouTube und wie auch immer. Ja. Das heißt, eigentlich haben ja die Künstler ein sehr schönes Potenzial, du hast es vorhin angesprochen, von denen, die sich selber vermarkten, mit ihrer Musik aufzutreten, sich über Videoplattformen erfolgreich zu machen, ihre Musik selbst zu vermarkten. Eigentlich haben die eine sehr schöne Chance. Ja, absolut. Nur die meisten nutzen es nicht. Die sind toll da drin, Musik zu machen. Nicht jeder Musiker ist ein extrem guter Allrounder. Wenn ich jetzt Pianist bin und nichts anderes mache, als mich genau auf diese eine Musikform zu spezialisieren, heißt das nicht, dass ich dann nachher rausgehe und meine Plakate irgendwie unters Volk werfe oder Handzettel verteile. Also ich glaube schon, dass es Services gibt, da haben die Plattenfirmen auch sehr stark darauf reagiert, Services gibt, die sie den Kunden anbieten können oder nicht den Kunden, sondern ihren Musikern anbieten können, um sich erfolgreich zu vermarkten, weil der ganz klassische 360-Grad-Deal, das heißt, ich kaufe alle deine Rechte ein und dein Hintern gehört jetzt mir und ich schicke dich auf Tournee und dann noch auf Promotour und dann geht's wieder von vorne ins Studio und so weiter. Dieser ganze Kreislauf, der funktioniert nur noch bei wenigen und wahrscheinlich auch nur bei sehr unerfahrenen Bands. Ich muss aber jetzt auch nochmal sagen, die Musikindustrie hat nach MP3, nachdem sie 10, 20 Jahre lang mit CDs geaßt hat, mit MP3 dieser Bedrohung für sich nichts entgegenzusetzen gehabt, außer
Raubkopierer zu kriminalisieren. Und parallel dazu keine neuen, wirklich guten Download-Angebote anzubieten. Aber das sind wir beim nächsten Thema, nämlich bei den Musikangeboten. Jetzt haben wir die Musiker gehabt und jetzt haben wir diese ganzen tollen digitalen Musikservices. Ein Last.fm, ein Spotify in England, ein Simfy hier in Deutschland, ein Putpad Musikfernsehen, ein... Oh Gott, wie viele sind es denn mittlerweile eigentlich? Also ganz, ganz viele, die sagen, sie haben das Radio neu erfunden, sie haben das Musikfernsehen neu erfunden, Tape-TV, ja, die ganz tolle Musikangebote machen. Wie finanzieren die sich künftig? Ist das dieses Branded Entertainment, dass ich quasi so ein Videofenster mit einem Musikvideo sehe und drumherum ganz viel Werbung? Es ist ja eigentlich ein Hörmedium, ja? Also kann sich Audio-Werbung da durchsetzen in so Last.fm-Angeboten? Oder ist das das, was nur in einem linearen Angebot funktioniert, aber nicht in einem Song-by-Song-Stream, wo ich mir quasi immer wieder was Neues zusammenpicke? Wie ist das da? Also reine Display-Werbung für Audiomedien? Ich glaube schon, dass du über Streams mit eingeschalteter Werbung Geld verdienen kannst und auch Interesse bei dem Kunden, weil das ist eine Sache gerade wie ähnlich wie Radio. Es läuft halt und du hast Werbeblöcke mit zwischendrin. Warum sollte das, was jetzt in Anführungsstrichen in der alten Welt, in der analogen Welt beim Radio funktioniert hat, in der digitalen nicht funktionieren? Weil das Interesse beim Käufer ist exakt dasselbe. Also ich glaube, dass das bei sehr engen Nischen gut funktionieren wird, aber auch bei breiten Angeboten, so wie halt heute Radio eigentlich läuft. Ich glaube noch nicht ganz an die Nische, weil die Produktion von Audiospots ist nicht so einfach wie eine Google-Werbung schalten. Du kannst aber viel gezielter rangehen. Du kannst sagen, okay, ich weiß, mein Publikum besteht hauptsächlich aus Leuten, die gerne abends ausgehen und diese und jene Mucke hören. Mhm. Du kannst sehr sicher sein, dass es dazu dann einen gewissen Stil gibt, gewisse Klamotten, gewisse soziale Werte, die sie gerne annehmen. Und da denke ich, dass es für Werber ein super Umfeld ist. Also Musik war immer ein Umfeld, in dem man toll werben konnte. Also Musik als Werbeträger. Ich glaube, wenn wir nochmal auf das zugrunde liegende Geschäftsmodell der jetzigen Musikservices, die du eben angesprochen hast, kommen, das ist ja so dieses Chris Anderson Free-Ding. Ja. Ich habe zwei Bereiche, die ich anbiete. Ich biete einen freien Bereich an mit niedrigen Bitrates, also nicht so schön empfangbarer Musik und auch Werbung zwischendurch und weniger Möglichkeiten, Musikstücke, die mir nicht gefallen, zu überspringen beispielsweise. Und dann habe ich einen Bereich, der bezahlt werden muss. Und da kann ich dann wieder unterscheiden, bei Musikservices kann ich jetzt diese Musik, die ich da höre, auch offline speichern oder nicht. Mhm. Und um dieser Theorie, an die ich auch stark glaube, von Chris Anderson zu folgen, da wäre das dann so, dass man einfach nur sehr viel frei anbieten sollte, in einer womöglich nicht so guten Qualität, Werbe und dann aber mit Werbung integriert, um das qualitativ ansprechendere Produkt, also es mag dieselbe Musik sein, aber in einer schöneren Verpackung, vielleicht mit mehr Informationen, mit Metainformationen, dann gegen Geld anzubieten. Und ich glaube an genau diesen Mix als Geschäftsmodell. Das ist eigentlich interessant, weil das geht in die Richtung, dass wir, du hast es gerade angesprochen, Musik, die man auch speichern darf und die man beliebig oft hören kann, das geht ja wieder so ein bisschen auf diese alte Theorie von uns auch in die Runde, dass man nicht mehr den Content bepreist, sondern das Nutzungsverhalten. Was ich einen interessanten Weg finde. Da ist übrigens immer genau bei dem Punkt Klingeltöne. Also ein mieses Produkt, kurzgeschnittene Musik, ja, in damals noch verhältnismäßig schlechter Qualität, viel, viel teurer als die eigentliche CD. Also der ganze Song wäre billiger gewesen. Der Klingelton war, glaube ich, 3 oder 4 Mal so teuer wie die CD oder wie das MP3, weil das damals schon zu kaufen hätte gegeben. Und aber der Service, dass es auf dein Handy kommt wie von Zauberhand und du musst nichts machen, kein Datenkabel kaufen, keine Software installieren. Die Leute haben dafür ein Schweinegeld gezahlt, für das schlechtere Produkt eigentlich. Das ist eine App. Leute zahlen für Apps, für Applikationen, für Lösungen. Und muss dann jede Band in Zukunft ihre eigene App haben? Wäre das die Idee? Ich glaube schon. Es gibt ja auch erste Bands, die eine App haben. Also es gibt zum Beispiel Nine Inch Nails, die machen das sehr, sehr clever. Die nutzen das zum Beispiel für Konzerte, dass sich Fans auch verabreden können untereinander. Die geben dort einzelne Musikproben raus. Da ist ein Blog mit integriert. Da passiert richtig viel. Und ich denke mir, dass gerade bei so einer Zielgruppe, die ohnehin affin ist, jetzt nicht bei den Volksmusikern, aber... für die ist eine App perfekt. Ich denke, wenn ein Künstler eine gute Fangemeinde hat und die auch treu bedient, dann hat er da einen ganz, ganz großen Schatz, der für ihn zum Teil auch Sachen übernehmen kann, die eine Plattenfirma sonst übernehmen könnte. Wobei, wenn ich da noch einhaken darf, um das zu wiederholen, was du eben sagtest, er muss es dann auch machen. Mhm. Und der Künstler darf sich nicht als
ich bin der Künstler only sehen, sondern ich bin der Künstler und mein eigener Vertrieb. Denn sonst braucht er wieder jemanden, der ihm hilft. Ja. Es gibt übrigens ein schönes Gegenbeispiel, wo eine Band, die vor kurzem den Webby Award gewonnen hat für ihre extrem guten Musikvideos, die komplett schön ausgedacht waren, von der wurde von der Plattenfirma verboten, ihre Musik bzw. das Video online zu stellen, worauf sie die Plattenfirma gekündigt haben, dann die Videos ins Netz gestellt haben. Und einfach auch, die haben dann angefangen, auf der ganzen Klaviatur des Internets zu spielen und sind kommerziell sehr erfolgreich, mit Sicherheit erfolgreicher, als sie es vorher waren. Die Frage ist, wo bleibt der Profit hängen? Früher war der vielleicht ein bisschen mehr bei den Plattenfirmen, bei den Labels. Eventuell bietet diese ganze Fragmentierung, diese Kleinteiligkeit von Angeboten auch ein bisschen mehr Chance wieder, dass die Kohle wieder bei den Künstlern hängen bleibt. Oder bleibt sie nur bei den Plattformen hängen, wie iTunes und Co.? Ich glaube, dass für jeden vielleicht ein bisschen weniger übrig bleibt, aber es werden sehr viele mehr da sein, die etwas bekommen. Während ich als kleiner Künstler bei einem großen Label gar keine Chance habe, habe ich jetzt die Chance, wenn ich aktiv an meiner Zukunft arbeite, damit auch Geld zu verdienen. Jetzt haben wir so ein bisschen alle, es gibt mehr, die was verdienen, aber alle weniger. Das heißt, es ist dann wieder zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, oder? Letztlich über die Höhe deiner Einkünfte wird nicht so stark deine Fähigkeit zum Aufbau einer Community entscheiden, sondern letztlich wird deine Marke entscheiden, deine Brand. Deshalb ist auch John Mayer in Social Media wesentlich präsenter als viele andere, die da wesentlich mehr machen. Der macht ja gar nicht viel, aber der ist eine Marke. Okay. Also, die Marke ist einfach das Entscheidende. Man muss auf vielen, vielen Plattformen sehr aktiv werden. Es werden viele verdienen, aber vielleicht ein bisschen weniger. So habe ich das jetzt ein bisschen rausgehört. Das wäre jetzt zumindest das Fazit dieser Runde. Jetzt wäre die Frage, was ist euer Fazit, was ist eure Meinung dazu? Postet das in den Kommentaren als Videoantwort oder schreibt uns das einfach per Mail, wenn ihr Lust habt. Bis dann.